Hallo, liebe Leute, und willkommen mal wieder zu einem neuen Let's Play mit mir, DJ KR87, und zwar ein Spiel mal wieder aus dem Hause Konami. Und es ist Mystical Ninja 2 Starring Goemon für das Nintendo 64, welches im Jahre 99 erschien. Sogar hierzulande und sogar, wer glaubt's kaum, in deutscher Übersetzung. Offiziell wurde es wirklich übersetzt. Im Vergleich zum Vorgänger N64-Teil, welches ja leider nur englische Texte beinhaltet. Aber ich habe mir halt gedacht, dass ich diesen Teil auf jeden Fall auch noch als Let's Play mache. Vor allem, weil wir hier eine tolle Bösewichtin wiedersehen, die ich in einem anderen momentan Ganbare Goemon-Teil jagen darf, sozusagen. Ja, Leute. Okay, ich denke mal, ich werde jetzt nicht, groß noch weiter sagen. Ich würde sagen, wir machen uns soweit bereit. Man könnte das Spiel auch zu zweit spielen, aber ich habe schon mal versucht, als Together mit jemandem aufzunehmen, aber man kann nicht abspeichern danach. Und deswegen, ja, schade eigentlich. Okay, wir haben auf jeden Fall als erstes die Möglichkeit, hier drei Tagebücher anzufangen. Das Spiel unterstützt den Memory, also das Memory Pack, welches man in N64 einstecken kann, um halt Spielstände zu speichern. Es hat, glaube ich, keinen batteriegestützten Speicher, soweit ich weiß. Das hat Konami bei sehr vielen Spielen ausgelassen. Die haben lieber Wert auf die Memory Card gelegt, weil da kann man immer speichern und da muss man nicht die Angst haben, dass die Batterie ausgeht oder so. Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir mit diesem Tagebuch. Jetzt könnte man Rumble Pack einfügen, mit diesem Controller geht das schwierig. Ja, auf dem N64 wäre es besser, weil da hätte ich sogar ein Rumble Pack. Okay, gut Leute, da jetzt sowieso erstmal ein Intro kommt, werde ich erstmal eine Zeit lang schweigen. Und ich sage euch jetzt schon eine kleine Vorwarnung, das Intro wird ein bisschen laggen. Weil, ja, mein PC mag mich wohl momentan nicht mehr großartig. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Es ist ja nur die Sequenz. Das Spiel läuft an sich flüssig. Habe ja auch eine Testaufnahme vorher gemacht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, los geht's. Wie kann er mit James Dean verwandt sein? Entschuldigung. James Dean war tomokaku, was ich noch nicht gesehen habe, Kimiko Tanjamon Lodjan. Tonikaku, ja. Kakuma Hitachi, die Moich, du Eier, du Subarashi Maschine, Nanoja. Nanka, Sugosora Maschine, denn na. Hallo, die Kishimayo. Nur so, Jana. So, der war Sassok. Jutto. なんじゃ! わしのマシンがない! Na, die kennen wir doch! Dumme Nonne! Um genau zu sein, in Ganbare Goemon 3. Thank you.
とにかくこのマシンはいただいていきます。魔界の超美形のプリンスを紹介してこの世をお二人の愛の世界に変えてやるなんす。ちっちゃう待ちやがれ。わての天員様だけでも召喚させてえな。Wieso Maro ist ja ein bisschen dumm, dass er wirklich nur an James Dean denkt. Goemon, mazui koto ni natte shimota. Ano Maschine wa tsukai you ni yotte wa Mao mitai na mono wo yobi dasu koto ga dekiru no ja. Ismaru ga henna mono wo shoukan sase nai uchi ni hayaku tori modosanei to mazui na. Yoshi, iku zo, Ebisumaru. Ja, und somit geht's los mit Kapitel 1, die gestohlene Geistermaschine. Ja, Leute, ich finde die japanische Besetzung, die japanische Stimmbesetzung in diesem Spiel genial. Und ich finde vor allen Dingen genial, dass sie die noch nicht mal ersetzt haben durch englischsprachige Leute. Deswegen, ja, macht das Spiel irgendwie, das passt das Spiel irgendwie aus. Und ich würde sagen, wir machen jetzt direkt das erste Level, Lost in Road. Hier haben wir auf jeden Fall eine Weltkarte, wo wir wieder rumsteigen können. Und wir können natürlich Gegner kaputt schlagen. Mit unserer Röhre, die wir hier haben, mit Goemon. Und ja, mehr haben wir momentan eigentlich nie drauf. Wir können halt rumspringen, laufen, wie in so vielen Jump'n'Runs. Und halt mit unserer Röhre hier schlagen. Oder wir können, okay. Na, wir können auch Geld schmeißen, aber mit dem Charakter wechseln können wir hier nicht. Wie jetzt bei Gunbury Goemon 3. Welches ja ich ja momentan auch ins Let's Play mache. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ich hiermit anfange. Weil ich habe ja, Kirby's Dream Land 3 jetzt schon eine Zeit lang durch. Und ja, mit den Hochladen wird es wohl da noch ein bisschen dauern, bis das hier dann anfängt. Und ich hoffe, dass ich in diesem Video jetzt wenigstens das erste Level noch beenden kann. Ja, wie gesagt, dieses Spiel habe ich mir gedacht, mache ich jetzt auch ins Let's Play. Dass ich jetzt ja hier auch nochmal bis Maru kämpfen kann. Und ja, dass diejenigen, die ja diesen Teil hier auch schon mal gespielt haben, ja, auch auf jeden Fall auch wissen, wo Bismaru eigentlich herstand. Deswegen habe ich Gunbury Goemon 3 auch als Let's Play angefangen und mir gedacht, dann könnte ich parallel die Spiele eigentlich auch machen, um Bismaru gleich zweimal in den Hintern zu treten. Ich mag die Nonne nicht, wobei die Melodie ist toll. Da, da, di, da, 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 da. Okay, so viel dazu. Und dieser Schildschießer sind schon scheiße. Ich habe nur noch einen Energiebalken. Jetzt muss ich beten, dass ich irgendwann zwischendrin Nahrung finde. Ja, hier kann ich auf jeden Fall wieder sehr viel Geld sammeln. Das müssen wir sogar zeitweise. Das war leckeres Essen am Spieß. Oh, diese Fischmänner hier sind böse. Oh, da muss ich irgendwie ein bisschen an Castlevania denken. Und du bist auch genial. So, jetzt können wir nämlich hier dieses Pferd benutzen. Und damit hier sämtliche Gegner wegputzen. Was so ein Pferd alles drauf hat. Auch wenn das ein bisschen dauert, bis es wirklich mal zutritt. Aber immerhin, das hat was drauf. Und es hält sogar viel aus. Und hier gibt es wieder Checkpoint-Elefanten. Das heißt, wenn ich jetzt sterben würde, würde ich bei den Elefanten wieder starten, aber so schnell wollte ich eigentlich noch nicht sterben. Also, ihr könnt euch sicher sein, so schnell werde ich in diesem Spiel auch noch nicht drauf gehen. Aber ich finde das aber irgendwie jedes Mal genial, wenn man die Gegner hier umbringt, dass da sogar Geister hervorkommen. Okay, jetzt muss ich von diesem Pferd wo oder übel runter, weil anders komme ich ja nicht weiter. Ich könnte sogar theoretisch jetzt diese Kugel hier nach links schieben, dass ich, ja, da oben weiter könnte, aber ich schiebe sie mal nach rechts. So. Und dann kann ich die Gegner hier einfach mal so überwälzen. Ja, so einfach geht das, Leute. Und hier gibt's Steinblöcke oder Swumps aus Super Mario, die man hier einfach mal so umpusten kann. Zumindest sehen die so stark danach aus, auch wenn die nur ein Auge haben, aber die funktionieren genauso. Jetzt fehlt nur noch, dass man hier richtig drauf springen kann. Ja, das kann man hier leider nicht, aber dafür kann man hier Domino spielen. Yay! Ach, ich mag dieses Spiel. Irgendwie ist das wirklich mein Lieblings-Mystic Ninja-Teil, weil ich finde ihn einfach nur grandios. Vor allem, ja, der Soundtrack ist ja auch wieder erstklassig. Aber gut, bis wir hier noch die richtigen erstklassigen Melodien hören, das dauert noch ein Weilchen. Ja, wir haben hier noch einiges vor uns, aber wir haben immer eine schöne Weltkarte, wo wir jederzeit die Welt anschauen können, wie wir wollen. Und wie ihr seht, es wird hier dunkel. Und jedes Mal, wenn wir diese Glückskatze hier aufsammeln, wird unsere Waffe abgegradet. Und ja, das spielt auf jeden Fall ein Tag- und Nachtsystem. Und wenn halt eine bestimmte Zeit erreicht wird, ihr könnt das da in der Mitte sehen, an diesem blauen Punkt. Das soll auf jeden Fall, wir kriegen hier einen Passierschein. Soll auf jeden Fall, ja, dann bedeutet, dass es bei Nacht wird. Und ja, hier gibt es halt Tag- und Nacht-Events. Das heißt, es kann manchmal nachts auch was passieren, was es am Tag nicht passieren kann. Wie ja wahrscheinlich auch aus anderen Spielen, wie beispielsweise Breath of Fire oder wo gab es denn noch sowas? Das fiel mir jetzt nur gerade so spontan noch ein. Ja, wo es halt sowas
auch schon gehabt. Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, die Stadt Lost in Town. Warum haben die hier so komische Namen? Egal. Die Stadt Lost in Town werden wir im nächsten Video betreten. Deswegen verabschiede ich mich in diesem Video. Und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Denn diese... Ja, die Let's Plays werde ich alle wieder nur 10-minütig hochladen, weil die schon eine große Videogröße ausspucken werden. Naja, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Auf Wiedersehen.